So, moin moin zusammen. Bisschen unterwegs heute. Bisschen Bewegung. Zu meiner Diät. Stream ist online. Ja, ich weiß. Gut, dass mir das die Software immer sagt. Dann brauche ich nämlich nicht mehr gucken und weiß, dass online ist. Jo. Ich habe jetzt gleich einen Physiotermin. Bin ja auf Diät gesetzt. Von mir selbst. Und da kommen auch die Panikattacken wieder vermehrt. Angst und Panik. Herzphobien. Ständig am Messen. Ständig am Gucken. Schwindel, Übelkeit. Was mit Sicherheit auch mit der Diät zu tun hat. Ständig trockenen Mund. Und alles, was dazugehört halt. Volles Programm. Jetzt gucken, ob ich das Handy da reinkriege. So, geht doch. Jo. Ist der Chat angezeigt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Stream online. Wahrscheinlich hat mein Witzebot noch nichts geschrieben. Danke nochmal an Twitch, dass die Bots weggemacht haben. Von meinem Account gelöscht haben. Das ist sehr nett. Connected to the chat. Also ich muss mal ganz kurz schreiben, ob ich überhaupt empfange. Ach, scheiß drauf. Wird schon funktionieren. Ich habe alles, was im Hintergrund läuft, ausgemacht. Wetter passt. Ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Scheiße. Naja, gut. Wieso geht es eigentlich in dem Scheißkaff immer bergauf? Kann mir das mal einer erzählen? 126er Puls. Jawohl. Das ist aber gut für Sport. 126 ist legitim. Für Laufen sowieso, bei dem Wetter. Also passt alles. Oh. Aber ich merke schon, das triggert mich wieder. Ich möchte am liebsten eine Blutdruckmanschette anschließen, meinen Blutdruck kontrollieren. Oh Mann, ey. Ich habe aber mit Absicht das alles zu Hause. Das werde ich nicht noch in den Rucksack reinpacken. Im Leben nicht. Und reicht schon, dass ich die Uhr am Laufen habe. Aber die habe ich jetzt mehr oder weniger wegen den Schritten. Gucken, was ich heute Kalorien verbrauche. Und ja. Schauen, was der Physio wegen meinem Rücken macht. Ja, ich habe so Rücken. Alter, ich verkrampfe mich, glaube ich, gerade immer. So übelst. Ich muss euch mal abklären, was der meint. Oh, ich habe den Ton ja ganz aus. Abklären, was der meint. Boah, hier geht es überall bergauf. Egal in welche Richtung ich laufe, es geht immer bergauf in meinem Ort. Oh, Junge. Falls ich wackel, tut es mir schon mal leid, ne? Boah, ich bin gerade in den Schwarm Fliegen rein. Boah, ekelhaft hängt jetzt in meinem Bart. Boah, verdammt. Soll mal einer sagen, frische Natur ist toll. Boah. Verdammt, ich bleib lieber zu Hause. Boah. Wie das gerade ausgesehen hat, ganz schwarzer Schwarm. Übel. Denken wir jetzt bestimmt alle da drin. Boah, Sport ist Mord. So. Kommt doch schon die erste Bank. Soll ich schon ein Päuschen machen? Peinlich, oder? ...140er Puls, naja. Ja, Puls ein bisschen runterkriegen.
Das Problem bei mir ist, ich atme auch falsch. Das sollte ich mir vielleicht mal abgewöhnen. Das sagt auch mein Lungendoc. Ich sollte mir eine neue Atmung aneignen. Gerade im Hinsicht, wenn ich Sport mache oder mich bewege, atme ich nicht richtig. Scheiße. Ich habe mir auch einen Apfel eingepackt, den habe ich mir abgewogen. Wegen Diät. Und dann bleiben wir fair. Dann mal ein bisschen essen. Gesund muss sein, ne? Und wegen Zucker. Weil ich neige dazu, zu unterzuckern. Und um den ein bisschen dagegen zu steuern, habe ich Apfel dabei. Der hat 111 Kalorien. Perfekt. Jo. Also Text to Speak ist auch da, falls einer was schreibt, höre ich's. Das ist immer ganz geschickt, finde ich. Ich merke das gleich im Kopf, wie das ankommt, der Zucker. Wahnsinn. Ich bin jetzt 11 Minuten gelaufen, brauche schon die erste Pause. Peinlich. Ja gut, ich habe halt 107 Kilo. Und ich habe halt bewusst kein Fahrrad genommen. Weil ich gedacht habe, das geht auch ohne. Moin. Und dann dachte ich mir einfach, ja, geht ja auch zu laufen. Und außerdem finde ich Laufen besser. Da hat man ein bisschen mehr Ausdauertraining. Weil ich habe ein E-Bike, da hat man nicht so die Ausdauer, finde ich. So. Dann packe ich mir den restlichen Apfel ein für später. Den werde ich immer mal wieder nehmen, zum meinen Zuckerhaushalt hochkriegen bei der Diät. Das ist ja wie so eine Art Tagebuch, wo ich hier führe. Diät-Tagebuch. Um zu gucken, wie viel ich abnehme, damit ich das nachvollziehen kann. Moin. Und da ist es ziemlich hilfreich, wenn ich ein Videotagebuch führe. Und die Ergebnisse zu sehen dadurch. Das ist das Wichtigste. Wasser. Ich merke auch schon, wie es mir den Schweiß oben raustreibt. Also schon mal ein gutes Zeichen. Puls, was macht der? 128. Naja gut, der wird jetzt wahrscheinlich nicht runtergehen bei mir. Da ich ja auch ein bisschen fett bin, ne? So. Aber ich habe mir genug Zeit genommen für einen Termin. Also ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, das schaffe ich locker. Halbe Stunde ist gut. Jetzt, das war jetzt auch der letzte Berg. Quasi hier hoch. Und ist gut machbar im Prinzip. Ja, Puls 115 geht wieder. Können wir wieder durchstarten. Oh Mann, wenn ich das meinem Psychologen zeigen würde, der würde sagen, was ist auch mit dir los? Habe ich eigentlich Ton? Ist Ton da? Letztes Mal hatte ich nämlich Tonprobleme. Da hatte ich keinen Ton. Das war voll bescheiden. Richtig bescheiden war das, nämlich, wenn man keinen Ton hat. So. Mann, ist hier was los? Voll die Leute unterwegs. Ja gut, bei dem Wetter, die werden ins Freibad gehen, die werden so unterwegs sein. Aber die gucken einen immer so komisch an, wenn man so mit dem Handy rumläuft. So, ich habe so eine Halterung quasi. Und da klotzen die einen schon so ein bisschen komisch an dabei. Aber naja, egal. Macht's auch richtig. Der hat Musik dabei. Siehst du? Und da mache ich mir Gedanken wegen meiner Buchse, wo man Text to Speak hat. So.
ziemlich viele Radfahrer heute. Wobei, in letzter Zeit finde ich es ziemlich erschreckend. Ich gucke das nicht an, aber ich habe es früher, die Anfangszeiten angeschaut von BTN. Alter, dass der schon so früh gestorben ist. Mit, wie alt war der auch in meinem Alter? 39, glaube ich, ne? Meine ich. Herzversagen. Das ist nicht normal. Einfach zack, bumm, tot. Das ist, boah, ich finde das voll krass, Mann. Das ist, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist schon krass. Und nicht nur der, der ist ein paar Jahre vorher, ist der eine Fabrizio, wo er mitgespielt hat, auch gestorben. Ich weiß nicht, wie alt der war, ich glaube Ende 40. Auch viel zu früh gestorben. Also ist schon krank. Aber ich sag, ich habe jetzt was getrunken, den Apfel gegessen. Und jetzt merke ich schon, wie das wirkt. Der Zucker vom Apfel, der gibt Energie. Weil ich habe heute Morgen das letzte Mal gefrühstückt um 8.15 Uhr. Da hatte ich 30 Gramm Müsli, 150 Gramm Schokomilch, haben wir von Foodsharing, muss ich gerade mit Schokomilch alles machen. Haben wir 6 Kisten. Ne, halt, doch, 6 so Stiegen. Ah, wie sind da drin? 1, 2, 3, 4, 8 Stück, oder? Weiß ich nicht. Wäre schon so ein Paket gewesen. Oder 10 Stück. Haben wir gerettet von Bärenmarke. Ein Liter. Tetrapack. Schon kranke Scheiße, Alter. Das ist schon haltbar bestimmt noch, mit so viel Zucker bestimmt noch ein Jahr. Minimum. Also ich würde es nach einem Jahr noch trinken. So, jetzt geht es mir wieder besser. Gerade eben bergauf ging es mir scheiße. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe auch voll angefangen zu schwitzen. Das hat jetzt aufgehört. Puls liegt bei 103, das ist angenehm. Und der war ja gerade bei 140. Und ich finde, wenn ich einen hohen Puls kriege, ist es für mich unangenehm. Das ist die Herzphobie, nennt sich das. Viele kennen das vielleicht nicht. Aber ich bin ständig am Messen. Also ich habe eine Phobie quasi, ständig Blutdruck messen, Puls messen, hier am Hals messen. Funktioniere ich noch, lebe ich noch? Das ist die schlimmste Phobie, glaube ich, gerade für mich. Also von, es gibt mit Sicherheit schlimmere, wo andere Menschen haben, aber für mich persönlich ist es gerade die schlimmste Phobie. Die scheiß Herzphobie. Da bin ich wirklich froh, wenn ich das weg habe irgendwann in meinem Leben. Das muss nicht sein. Herzphobie ist wirklich scheiße. Ich muss mal ein bisschen von weiter oben filmen. Das sieht ziemlich komisch aus. Ich filme ich immer meine Nasenlöcher. Gestern habe ich mit dem Crazy Rocker gesprochen, dass ich wahrscheinlich mit ihm einen Livestream machen werde, einen IRL. Irgendwann. Ich muss mir aber erst ein Auto kaufen. Weil ich werde dann 2 Tage dort bleiben. Bei ihm wird es schlecht sein, er hat einen Hund, ich habe scheiß schwere Allergien. Also werde ich ein Hotel nehmen. Oder mal gucken. Ich glaube, sein Kumpel hat auch schon zugestimmt, der wird mich aufnehmen. Aber gut, ich würde am liebsten in ein Hotel gehen, abends meine Ruhe. Ich bin jetzt nicht so der Partymacher, das wissen die auch, also dass ich da jetzt groß abends dann noch irgendwie Party mache, saufen gehe oder so, das geht bei mir nicht. Ich bin es auch gar nicht mehr gewohnt. Ich würde wahrscheinlich ein paar Bier trinken, dann wäre ich wahrscheinlich schon fertig. Also so ist es dann auch nicht. Aber ich werde wahrscheinlich das Angebot machen, dass sie mir ein bisschen die City zeigen. Wo das sein wird, werde ich jetzt noch nicht verraten, falls es nicht klappt, aus Datenschutzgründen. Das machen wir nicht, weil ich möchte nicht, dass ich den Ort sage, woher der kommt. Muss keiner wissen. Und ja, deswegen mal schauen, wie wir das am besten bewerkstelligt kriegen. Wurde jetzt gleich wieder komisch in der City, so rumlaufen mit einer Kamera. Aber ist mir scheißegal, was die Leute denken. Draufgeschissen.
So. Ich weiß gar nicht, ist der Chat offline? Ich muss mal gerade Kontrolle machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie der Chat nicht funktioniert. Oh, jetzt habe ich es ausgemacht. Ich mache mal kurz einen kleinen Test. Knoblauch fräst seit 9. Okay, funktioniert. Dann ist ja gut, wenn es funktioniert. Ja, ich muss ja testen. Und jo. Jetzt sind wir gleich in der City. Wie gesagt, da wird es wieder ein bisschen komisch, wenn ich da mit dem Livestream rumhantiere. Aber jetzt mal gucken. Und wie gesagt, bis mit dem Crazy, da müssen wir mal schauen, ob das so funktioniert. Ob wir das hinkriegen. Und vor allem, ob das diesen Sommer noch klappt. Moin. Weil nächsten Sommer wird es für mich schwierig, da werde ich wahrscheinlich wieder in Reha sein. Und deswegen muss ich gucken, ob ich das zeitlich irgendwie hinbekomme. Also das ist eine Planungssache von mir. Und wie gesagt, ich habe derzeit kein Auto, kein eigenes. Ich müsste das von meiner Frau nehmen, aber die braucht es ja selber für die Kinder. Und dann ist es ein bisschen schwierig. Also Crazy hat gemeint, dort oben werden wir mit ihm sein, also mit seinem Auto unterwegs sein, zu mir alles zeigen bei ihm. Und ich sag halt bewusst oben, weil ich wohne ganz im Süden Deutschland, er wohnt etwas weiter oben in Deutschland. Und ja, nicht ganz weit. Von mir sind es ungefähr 300 Kilometer, 350. Zugfahren wird nicht funktionieren bei mir. Aufgrund dessen, wegen meiner Agoraphobie, wird ein bisschen schwierig mit dem Zug. Wäre natürlich geil, aber wird schwierig. Ich glaube, ich muss mal das Handy anders einklemmen. So. Ich hoffe, der Ton geht. Ich habe irgendwie wieder so Befürchtungen, dass der Ton nicht funktioniert. Aber ich glaube, diesmal lag das daran, dass es mit meinem Handy verbunden war. Diesmal habe ich vorgesorgt. Habe das Handy weggekoppelt, ausgekoppelt davon und ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert. Also gestern war ich ja richtig zufrieden mit dem Stream. Ich hatte ein paar Netzwerkaussetzer, aber das war aufgrund dessen geschuldet, da ich ja in einem Tunnel warten musste wegen dem Regen. Da habe ich dann die Probleme gehabt mit dem Netzwerk. Und deswegen war das dann ein bisschen blöd. Aber naja, gut. Kann man nichts machen. Wenn es halt anfängt mit Regnen und ich mich verpissen muss unter einem Tunnel mit Gewitter und so, dann klar, dann bricht das Netzwerk ab und zu mal ein, aber es verbindet ja Gott sei Dank wieder. Da hat ja die Twitch die tolle Funktion, dass es dann wieder funktioniert und er hat mir dieses Mal auch die Videos nicht zerstückelt. Ja. Ach, habe ich mich schon bedankt? Ich glaube, ich habe mich schon bedankt bei Twitch, ne? Dass die Bots gelöscht haben. Ich habe jetzt wieder 63 Follower, Gott sei Dank. Ich wollte die scheiß Bots nicht haben, Ein Idiot hat mir Bots geschickt, 100 Stück oder sowas, oder knapp 90 waren es, glaube ich. Das System hat, glaube ich, ein paar rausgefiltert, aber nicht alle. Also es waren über 100 Stück. Ich vermute mal, der hat 150 Stück geschickt. Und das System hat bis auf 90 alle rausgefiltert. Jetzt im Nachgang hat Twitch nochmal die restlichen 90 gelöscht. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es geklappt hat. Weil ich habe persönlich echt keinen Bock auf tote Follower. Erstens mal finde ich das voll peinlich, wenn das Leute machen, also sich selber den Scheiß kaufen. Und zweitens mal bringt es ja nichts. Du redest da mit Bots. Also quasi, da sind dann nachher mehr Bots die sind ja keine Zuschauer, die Bots. Die kommen ja nicht in den Stream rein. Die bleiben ja quasi tot. Und wenn das der Fall ist, das macht dann keinen Spaß. Deswegen wundert es mich, dass das Leute sich kaufen. Ich weiß nicht, was sie sich daraus erhoffen. Weil es gibt ja Seiten, die das anbieten. Aber ich finde das irgendwie peinlich. Ich weiß nicht. Dann habe ich lieber weniger Follower. Habe wenig Zuschauer. Man sieht wenigstens, dass ich keine Bots gekauft habe. Aber gut.
Das hat halt denjenigen irgendwie ein bisschen aufgegallt. Und aufgrund dessen hat er mir das dann halt geschickt. Ne? Keine Ahnung, was da dahinter. Oh mein Gott, sind da viele Leute. Hier ist das Freibad bei uns. Oh, Staub. Schlecht gewählter Weg. Boah, Sand. Ich habe eh schon Asthma. Boah. Oh Junge. Ich habe mein Spray nicht dabei. Ich glaube, ich werde vorne doch rechts abbiegen. Ist mir zu viel hier. Too much peoples. Die pilgern gerade alle hier in unser Freibad. Und da habe ich jetzt keinen Bock durchzulatschen mit der Kamera. Nicht wegen Datenschutz, aber einfach. Ich weiß nicht. Komisch halt, komische Situation. Und so mit sich selber labert und dann die Leute einen zugucken. Wie sieht es eigentlich mit der Zeit aus? 11.27 Uhr, sieht gut aus. Das sollte ich gut schaffen noch. Ein bisschen mehr wie 15 Minuten. Boah, und wenn ich ein bisschen zu spät komme, dann ist halt so, dann habe ich halt weniger Zeit beim Physio, aber ein bisschen Pause musste ich machen und ich bin leider nicht pünktlich genug. So wie es aussieht, doch nicht pünktlich genug losgelaufen. Also ich habe jetzt mit 20 Minuten gerechnet, 25 Minuten Laufzeit. Aber gut, sollte vielleicht auch klappen. Ah, das würde diese Organisation von mir, ey. Mein Gott. Ich habe wieder den Griff zum Hals. Seht ihr, ich merke das sogar, dass ich das mache. Ich mache das bewusst. Aber das ist wie ein Reflex. Ich glaube, andere, die das nicht haben, die können das gar nicht verstehen. Diese Phobien zu haben. Ich denke, das ist für Leute, wo das nie gehabt haben oder das nicht kennen, ist es schwer nachzuvollziehen. Ich habe ja früher, ich muss ehrlich sagen, ich habe das früher auch belächelt, solche Sachen. Ich habe gesagt, die Leute spinnen, wo das haben, die sind verrückt. Und ja, vielleicht bin ich ein bisschen verrückt, aber ich arbeite wenigstens daran und versuche es in den Griff zu kriegen, weil ich möchte die Lebensqualität wieder zurückhaben, die ich früher hatte. Und mit Arbeiten, das wird lange Zeit nichts werden. Das sagen auch meine Psychologen oder mein Psychologe und die Kliniken. Das wird noch eine Weile dauern, weil ich halt immer noch diese Downs habe. Wo es dann ganz schlimm ist, da liege ich dann den ganzen Tag im Bett und bin fast schon durchdrehen, weil mein Organismus so am Rad dreht, also das Somatische kommt dann raus, dann vermischt sich das Psychische mit dem Somatischen. Deswegen heißt es auch psychosomatisch. Und das ist immer das Schlimmste, wenn es anfängt, sich zu vermischen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt nicht an mir arbeiten würde, würde ich jetzt den Weg nicht laufen. Erstens, ich hätte mich von meiner Frau heute Morgen fahren lassen können. Die ist um kurz nach 10, halb 11, ist sie hier aus dem Haus, hätte mich mitnehmen können, mit Sicherheit, dorthin in die Stadt. Bus kommt für mich nicht in Frage, kann ich nicht, es geht einfach nicht, ich kann in keinen Bus und keinen Zug steigen, ohne psychologische Begleitung. Das ist echt krass. Und zweitens haben wir schon, drittens, dann würde ich jetzt nicht laufen. Wenn ich nicht dran arbeiten würde, würde ich nicht laufen. Deswegen, ich habe schon 170 Kalorien weg. Den Apfel merke ich immer noch. Da werde ich mir einen Teil aufheben für nachher. Aber was ich heute nicht machen kann, ich auf dem Bauch liegen durch den Schwindel und durch das. Ich bekomme immer so einen Druck im Bauch, wenn es mir so psychisch nicht gut geht. Werde ich mich nicht auf den Bauch legen heute. Das werde ich ihm auch gleich sagen, dass es heute nicht geht. Weil der will manchmal, dass man dann bearbeitet er gut den Rücken. Gut, ich habe zwar gerade Probleme im Rücken, aber im Liegen wird es halt schwierig. Das wird verdammt schwierig heute. Ja. Müssen wir schauen. So, ich glaube, ich kann jetzt links dann die Querstraße. Oh, da sitzt ein Vogel. Na du? Geht's dir nicht gut? Guck mal hier. Na du?
Ne? Alter, wie zutraulich ist denn der? Krass. Na du, komm den streicheln. Ey, entweder ist er kurz vorm Sterben. Guck mal, ich kann sogar streicheln. Alter. Komm mal her, Kleiner. Nicht da rumstehen, du wirst kaputt gefahren. Komm, flieg. Was mache ich jetzt? Ich habe keine Zeit, ich kann ihm nicht helfen. Ich muss los. Ich hoffe, der geht weg. Ach, scheiße. Oh, okay, kann ich nichts machen für den Kleinen. Leider. Oh, süß. Oh, der Arme, ey, der tut mir richtig leid, dass der da sitzt. Aber was soll ich machen? Soll ich ihn in die Wiese setzen? Komm, ich setze ihn in die Wiese. Komm, ich nehme ihn beherzt. Ja, da kommt einer mit dem Roller. Der wird nicht weggehen. Komm. Komm her. Komm, ich nehme dich. Oh je, der ist schwach. Der ist schwach. Der kann nicht mehr fliegen. Oh. Komm, lauf wenigstens darüber. Lauf, lauf, komm. Also so viel Zeit nehme ich mir jetzt, um dem helfen, damit er wenigstens vom Randstein weggeht. Oder hier von der von dem Weg. Nicht, dass der überfahren wird, der Kleine. Ja, geh. Hier rüber, komm. Komm, komm, lauf. Ja, da kannst du bleiben. Aber in Schatten vielleicht. Komm, geh mal in Schatten. Komm. Geh mal in Schatten. Oh, der Arme. Okay, gut, ich kann nichts machen. Ich muss weiter. Ich habe ihn zumindest mal aus dem Weg geräumt. Ist mir aber schwindelig geworden. Hoch, runter, hoch, runter. Uiuiui. Der arme Kleine. Hey, ich hoffe nicht, dass der zum Rasenmähen da. Ich sag dem Bescheid, dass dein kleiner Vogel sitzt, falls der da hinten auch noch mäht. Ich sag dem Bescheid, da mäht einer nämlich den Grünstreifen. Das zeige ich dir kurz. Dass der da nicht durchfährt. Der zweite Natur. Bescheid geben. Ja. Kein Problem. Entschuldigung. Kann ich das stören? Da hinten bei deiner zweiten Laterne sitzt ein kleiner Vogel in der Wiese. Der kann nicht mehr fliegen. Falls du da auch noch mehr nicht, dass du drüber fährst. Okay, danke. Ciao. So. Eine gute Tat. Aber er sagt, das fährt dann. So. Eine gute Tat. Ich hatte mal mit meiner Familie, habe ich mal eine Taube gefunden im Wald. Ah ja. Da waren wir spazieren und die wurde angegriffen von irgendeinem Viech. Adler, keine Ahnung. Haben wir Adler? Ja, so Milans haben wir und so, ne? Und ist eine Party heute. Und dann habe ich dem auch geholfen. Haben wir zum Taubenschutzbund gebracht. Die haben die vermutlich aufgepäppelt, so eine Brieftaube. Die hatte auch so ein Band am Fuß mit einer Telefonnummer. Da habe ich angerufen, da ist aber keiner hingegangen. Und ja. Deswegen einmal am Tag eine gute Tat. Boah, es ist warm. Ich habe eine WhatsApp gekriegt. Sprachnachricht. Keine Zeit, die abzuhören. Nachher sagt meine Frau, du hast keinen Ton an. Das wäre der Hammer. Naja, dann wäre es halt so. So. Ach, er hätte sie in den Chat geschrieben, wenn ich keinen Ton hätte. Im Normalfall. Oh, Junge, ist das warm. Also heute ist schon abartig. Oh, da steht unser Blitzer.
Oh, haben sie ihn hier aufgestellt. So. Ja, ja. So, so. Ich glaube, die haben einen zweiten bestellt. Guck mal, hier kennt ihr die? Die Kästen. Sind wohl bekannt, ne? Die Blitzerkästen. Einfach abgestellt in der Wiese. Wenn das der Anzeigenhauptmeister sehen würde, der würde gleich sagen, das gibt eine Anzeige. Hänger ohne Nummernschild. Hat nämlich vorne keins. Oder hinten. Auf öffentlichem Grund abgestellt. Soweit ich weiß, gibt es normalerweise Ärger. So, bin ich jetzt eine Auffahrt zu weit, ne? Ach egal, ich kann da trotzdem runter. Boah, es ist heute warm. Junge. Boah. Wenn man das nicht gewohnt ist, so wie ich, dann pusht es einen richtig. Oh, ich schwitze voll. Ja, nachher wäre Physio eklig. Nein, ich habe mein Handtuch vergessen. Nein. Nein. Oh nein, ich habe es wohl vergessen. Oh Scheiße, war lauter. Oh shit. Oh, war lauter allem anderen, habe ich das Handtuch vergessen. Scheiße. Muss ich ihn fragen, ob er mir freundlicherweise eins leihen kann. Oder ein Tuch oder irgendwas. Scheiße. Oder wir machen heute alles im Sitzen. Oh nee. Oh nee. Wie kann man nur ein Handtuch vergessen? So ein Müll. Gut, dass ich gefahren werde. Jetzt muss ich überlegen, oben oder unten? Ich fahre doch jetzt oben rum. Scheiß drauf. Ich kann die Zwischenstraße nach unten durch. Egal. Guck mal, da geht gleich der Puls durch 133, nur wegen Handtuch. Sollte ich mir vielleicht mal abgewöhnen, mich wegen allem aufzuregen. Ja? Wird knapp, jetzt haben wir gleich 40. Oh je, wird knapp. Wird echt knapp. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. 2,2 Kilometer, ja, geht, ne? Geht. Für einen untrainierten. Nachher ist der Vorteil, nachher geht alles bergab. Ich muss nichts mehr bergauf laufen. Das ist nachher der kleine Vorteil daran. Jetzt muss ich gucken, muss ich hier runter? Ich glaube. Naja. Scheiße. Handtuch, oh Mann, Handtuch. Aber das triggert mich jetzt. Im Normalfall haben sie dort, glaube ich, auch Notfallhandtücher, wenn man mal eins vergisst. Aber naja, kann passieren. Ne? Aber bis jetzt fühle ich mich eigentlich relativ noch wohl. Bisschen schwindelig ist es mir, aber geht, sich auszuhalten. Aber zeitlich, boah, muss ich nicht schon anders kalkulieren. Also brauche ich über 45 Minuten hier hoch. Und ich habe erst später angefangen mit Streamen. Boah. Noch habe ich Zeit. 5 Minuten und ich bin gleich da. Also sollte eigentlich jetzt in 2-3 Minuten erledigt sein. Sollte. Boah, von meiner Straße mache ich dann eh den Stream aus. Dann mal schauen. Alles mitgenommen, nur Handtuch nicht. Ist wieder typisch. Typisch. So eine Scheiße, Alter. Hauptsache, ich habe den Kopf dabei und was zu trinken. Das ist das Wichtigste. So.
Naja. Gut. Dann werde ich mal offline gehen und ungefähr in 25 Minuten. So lange geht es ungefähr. Werde ich dann wieder online kommen und dann die Heimreise antreten. Ja. sollte reichen. 25-30 Minuten werde ich ungefähr brauchen. Länger wird es mich, wenn er mich nicht wieder heimschickt, weil ich kein Handtuch habe. Scheiße. Ja. Ja, selber schuld. Gut. Also in dem Fall bis später. Ciao, ciao.